So, und da melde ich mich wieder. Diesmal geht es um Harry Potter. Ja, dies ist mein zweites Lernvideo. Das erste werde ich wohl irgendwo in der Beschreibung verlinken. Keine langen Vorreden, ich fange einfach mal an. Und ja, beginnen wir einfach mal. Das war jetzt nicht ganz die perfekte Version. Ich bin leider ein bisschen aus der Übung. Ich komme gerade aus dem Urlaub wieder. Ist noch der gleiche Tag, bin gerade erst angekommen und es ist jetzt etwas später in der Nacht. Ich habe hier Beleuchtung an und bla, aber egal. Und ja, diesmal zeige ich euch wieder Punkt für Punkt, wie es gespielt wird. Diesmal werde ich die Tabulatur allerdings nicht einblenden. Das ist mir dann doch ein bisschen zu viel Arbeit. Ich werde einfach eine Seite verlinken, wo ihr euch die Tabulatur downloaden könnt als Word-Dokument. Und es dem auch speichern können. Das könnt ihr da einfach parallel haben. Und ich werde ja immer weiter die Bunde sagen. Also wird es schon klappen. Ihr seht auch, dieses Lied ist schon etwas komplizierter. Man spielt es jetzt nicht nur auf der ersten Seite, so wie Happy Birthday. Das jetzt nicht. Man spielt es jetzt auf den untersten drei Seiten. Und zwar halt hier einmal G, E oder H, je nachdem. Und E. Diese drei Seiten brauchen wir. Die hier relativ wenig und es ist auch so unkompliziert, dass man nicht hier, wie bei der richtigen Zupftechnik, alle Finger benutzen sollte oder muss. Es reicht vollkommen der Zeigefinger, nur wenn ihr unbedingt wirklich nachher mal richtig gut zupfen wollt, dann würde ich euch empfehlen, euch langsam auch an diese hier zu gewöhnen, da eins meiner späteren Tutorials auf einem Lied basieren wird, was so zu spielen ist, sonst zu schwer ist. Aber ich fange einfach wieder an. Also es geht los mit der zweiten Seite leer, die erste Seite leer, dann erste Seite dritter Bund, zweiter Bund leer, dann auf dem siebten Bund der ersten Seite, auf dem fünften Bund der ersten Seite und auf dem zweiten Bund, dann wieder einmal frei, dann wieder dritter Bund der erste Seite, dann zweiter. Dann auf der zweiten Seite der vierte Bund. Deswegen ist es jetzt schon so, dass man nach Möglichkeit alle Finger mit einbezieht hier oben in der Greifhand. Also vierter Bund, zweiter Seite. Zweiter Bund der ersten Seite. Und dann zweite Seite leer. Dritte Seite leer. Zweite Seite leer. Nochmal die zweite Seite leer. Der zweite ist wichtig. Dann wieder die erste Seite. Und wieder beim ersten Mal. Dritte. Zweiter. Leer, siebter, diesmal wichtig, der zehnte Bund, dann 9, 8, der fünfte Bund, der achte wieder, 7, 6, dann dritte Seite, dritter Bund, erste Seite, dritter Bund und wieder einmal frei. Dann zweite Seite einmal leer und erste Seite wieder einmal leer. Dann nochmal die erste Seite. Und jetzt geht's los mit Zeigefinger auf dem dritten Bund, dann auf dem siebten und dann geht's weiter auf dem achten, nachdem man es zweimal gemacht hat. Und jetzt kommt mir das Gute, ich habe große Hände. Vielleicht ist es bei euch nicht so, dann könnt ihr nicht so machen, dann müsst ihr einmal immer so hin und her springen. Aber da würde ich spätestens empfehlen, macht das nicht mit rüber, denn sonst hört sich das komisch an und zwar so. Das würde ich nicht unbedingt machen. Aber wir sind gerade beim letzten. Und dann hier hoch, auf den 8. Bund wieder, dann 7, 6, 2, 3, da könnt ihr ruhig so einen machen, das kommt manchmal ganz gut, 3, 7, 6, 5, dann dritte Seite, zweiter Bund, einmal frei, also zwar die zweite Seite, und auf dem ersten Bund dann wieder der 7. Und jetzt wieder das gleiche. 3, 7, 3, 7, 3, 10, 9, 8, 5, 8, 7, 6,
Jetzt kann man sich aussuchen, den Schluss. Entweder macht man den Zweierschluss. Also so. Oder den Dreierschluss. Oder den übergleitenden Schluss. Und dann am Ende noch eine Seite frei. Wahlweise kann es auch noch einmal zweite Seite und wieder erste Seite eingespielt werden. Das muss man aber nicht unbedingt machen. So, und jetzt wie beim letzten Mal spiele ich den Song einmal langsam vor. Ihr könnt ja die Tabulatur links im anderen Fenster beispielsweise offen haben. Und dann könnt ihr mir folgen. Ich spiele langsam und ihr könnt halt wahlweise mitspielen oder euch das noch einmal anhören, in welchem Tempo und Rhythmus das gespielt wird. Es geht los. Ja! So, und das war's dann auch schon wieder mit diesem Tutorial. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Übt weiter fleißig weiter. Den nächsten Song weiß ich jetzt noch nicht. Es wird nach Möglichkeit wieder etwas Einfacheres sein. Versprechen kann ich euch noch nichts. Aber ich hoffe mal, dass dieses Video euch auch gefallen hat. Ja, genau, richtig gesprochen. So, wenn ihr irgendwelche Wünsche habt, welche Lieder ihr gern spielen wollt, wo ihr nicht weiterkommt, oder einfach nur was Neues. Es gibt ja verschiedene Lieder, Tetris, Requiem for a Dream. Das sind jetzt zwei sehr schwierige. Die bin ich selbst noch am Lernen. Aber wenn ihr das wollt, würde ich mich dann ins Zeug legen, so dass ihr da auch schnell mitkommen könnt und nicht den Anschluss verliert. Ja, ich bin Don Jones und ich hoffe, ich konnte euch helfen. Bis dann.